Hey, ich bin's wieder, euer Replay HD. Ich habe mal wieder etwas gebastelt und vielleicht darf ich es jetzt mal zeigen, denn es ist was, naja, bahnbrechendes, würde ich sagen. Da und da. Eine Instant Alu, also eine algorithmisch-logische Einheit. Wer mir nicht glaubt, dass das Instant ist, keine Sorge, es ist Instant. Diese Repeater sind lediglich dazu da, um die ganzen Signale gleichzeitig reinzuladen. Wie das dann aussieht, ja, das kann ich euch eigentlich mal zeigen. Es ist nicht instant, aber es ist so instant wie möglich. Warum sage ich dann, dass es instant ist? Weil da die Instant-Technik verbaut ist, das Problem ist, dass so viele Pistons bewegt werden und so ein krasser Lag entsteht, dass man eine ganz schön gewisse Verzögerung hat, was aber immer noch schneller ist als jeder Repeater-basierte Rechner. Und das ist das Ergebnis. Wahrscheinlich die erste Quad-Core-Instant-CPU? Fragezeichen. Da sind Command-Blöcke drin, aber lediglich damit mir im Chat angezeigt wird, welches Bit ich gerade erwischt habe. Die letzten beiden sind aber geköpft derzeit, den muss ich noch ein bisschen umbauen und modifizieren. Und der Clock-Speed der Cores ist schlimm. Er ist nicht schnell, er ist ein bisschen schneller als die von normalen Minecraft-CPUs, aber nur ein bisschen, weil wenn vier Cores gleichzeitig laufen, dann wird der Lag dramatisch. Ich rede hier von 800-900 ms pro Tick, wenn nicht sogar 1000, und dann wird es ekelhaft zu spielen. Daher wird es wirklich nur im Notfall werden vier Cores benutzt. Die ganze Geschichte werde ich später an einen RAM anschließen. Das Kabelmanagement, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das zu viel Lag produzieren würde, weil das ist ja auch alles Instawire. Und zwar auf mehreren Schichten. 4 plus 2 in Core 2 ist 1, 2, 4. 2 plus 4 sind 6. Stimmt. Für die Subtraktion ziehen wir einmal kurz diesen Hebel und das geht genauso. 8 minus 2 sind 6. Natürlich kann er nicht nur Plus und Minus, sondern auch Mal und Geteilt. Dazu schalten wir einmal diesen Hebel an. Jetzt ist es auf Malfunktion. Also ich mache mal wieder 4 mal 2 ist 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal eine Bewertung da. Like, subscribe, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann glaube ich, war es das wieder mit diesem Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.